Darum werden wir nicht müde. 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 15 und 16. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Gott steht uns Menschen gegenüber nicht in der Beweispflicht, überhaupt nicht. Weder der Teufel noch der Mensch und auch du und ich, wir sind nicht in der Position, Gott irgendetwas abverlangen zu können oder nach irgendwelchen Beweisen zu schreien oder zu meinen, Gott müsste unsere Wünsche erfüllen, auch die Wünsche, dass er sich unwiderstehlich zeigt, dass wir eben wissen, mit wem wir es zu tun haben. Gott hat getan, was er tun musste und konnte, ist Mensch geworden in Jesus Christus, hat durch Propheten und Apostel geredet, hat Wunder und Zeichen getan durch Jesus Christus und hat dafür gesorgt, dass wir die Bibel in Händen halten. Und wir haben ein Gewissen und wir können nachdenken. Wir haben die Möglichkeiten, auf das zu reagieren, was Gott bereits getan und gesagt hat. Und wir sind auch in der Lage, wenn Gott an die Tür unseres Herzens klopft, die Tür zu öffnen. Wir haben es mit einem freien, souveränen, in sich selbst erfüllten, lebendigen und ewigen Gott zu tun, den aller Himmel nicht fassen können. Entsprechend lesen wir in 1. Könige 8, Verse 27 und 28. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Salomo war vollkommen bewusst, dass der allmächtige Gott in seiner ewigen Größe und Erhabenheit und Heiligkeit im Grunde kein Haus oder einen Tempel benötigt, beziehungsweise ihm das in irgendeiner Art und Weise gerecht werden könnte. Aber dennoch bat er ihn, diesen Tempel in Jerusalem zu segnen und man ihm dort mit seiner Verehrung und seinen Anliegen finden dürfe und ihn anbeten konnte. Gott war damit einverstanden. Ohne ihn ist nichts, und selbst in diesem Nichts wäre Gott die Liebe, die Gerechtigkeit und das wahre Leben, weil Gott eben Gott ist und aller Himmel ihn nicht fassen können. Was nun alles heilsgeschichtlich in globaler, zeitlicher und auch ganz persönlicher Art und Weise geschehen ist und noch geschehen wird in Zukunft, ist für uns getan, nicht für Gott. Gott war in sich selbst vollkommen und absolut zufrieden und im Frieden mit sich. Und was geschieht in dieser Welt heilsgeschichtlich, was er tat, um uns zu erlösen und zu retten, das tat er für den Menschen aus Liebe und aus Gnade heraus und nicht, weil er sich nur um sich selbst drehen möchte, so wie das viele Menschen leider tun. Und weil das so ist, sollen wir uns nach dem von ganzem Herzen ausstrecken, was Paulus als Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus ausgesprochen hat. Und das gilt auch für dich und für mich. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Epheser 3, 14-19.
Meine Verantwortung als Christ besteht nun nicht darin, irgendetwas für Gott zu tun, sondern in einem demütigen und dankbaren Glauben, darin zu wirken und zu wachsen, was er uns gibt und uns damit täglich erneuert und wachsen lässt, nämlich seinen Heiligen Geist. Wir können Gott nichts geben. Dazu werden wir dann auch konkret in der Bibel aufgerufen, nach dem Geist zu leben und durch den Heiligen Geist auch sozusagen in die Praxis hinein entlassen zu werden, dass wir dann auch das tun, was der Heilige Geist uns zu tun zukommen lässt. Da heißt es in Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also sozusagen glaubend den Glauben leben, zu lernen, auch durch Probleme und Anfechtungen und Schwierigkeiten. Auf Gott schauen mit den inneren Augen unserer erlösten Seele und in unserem Glauben unsere Schwachheit überwinden, weil der Glaube uns Stärke gibt in Jesus Christus. Und das tat auch der Apostel Paulus. John MacArthur schreibt: Der innere Mensch, die Seele jedes Gläubigen, das heißt die neue Schöpfung, der innere Teil des Gläubigen wird erneuert. Der Gläubige wächst und reift ständig weiter. Während der Körper verfällt, wächst und reift der innere Mensch des Gläubigen ständig bis zur Gleichgestalt mit Christus. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, das griechische Wort für leicht bedeutet schwerelose Kleinigkeit und Drangsal und bezeichnet intensiven Druck. Mit seinem eigenen Zeugnis listet Paulus eine aus menschlicher Perspektive scheinbar unerträgliche Litanei von Leiden und Verfolgungen auf, die er sein ganzes Leben lang ertrug, doch sah er sie als federleicht und nur kurzfristig und augenblicklich an. Eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, das griechische Wort für gewichtig, bezeichnet eine schwere Masse. Die künftige Herrlichkeit, die Paulus beim Herrn erfahren würde, übertraf für ihn bei weitem jedes Leid, das ihm in dieser Welt widerfahren könnte. Paulus hatte begriffen, je größer das Leid, desto größer wird seine ewige Herrlichkeit sein. Ausharren basiert auf unserer Fähigkeit, über das Natürliche hinaus auf das Geistliche zu blicken, über das Gegenwärtige hinaus auf das Zukünftige und über das Sichtbare hinaus auf das Unsichtbare. Gläubige müssen über das Zeitliche und Vergängliche hinausschauen, das heißt über die Dinge dieser Welt. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Gläubige sollte ergriffen sein und förmlich verzehrt werden vom Streben nach Gott, Christus, dem Heiligen Geist und der Errettung von Menschenseelen. Soweit. Man kann dies auch alles eher gering achten, übersehen, vergessen und fahrlässig sowie gedankenlos nur immer in seinem Glaubensleben unsicher vor sich hindümpeln und herumstolpern. Aber das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Wenn wir das von uns manchmal so kennen, wer nicht, unseren Mangel spüren, manche Dinge auch umzusetzen, sollten wir Gott um Hilfe bitten und auch daran glauben, dass diese Hilfe kommt. Also mit Gottes Kraft konkret zu rechnen, damit man manches verändern, verbessern und umsetzen kann. In Jakobus 1, Verse 6 bis 8 lesen wir, wie wir das umsetzen sollen. Da heißt es: Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Danksagung für die überschwängliche Gnade, wie gelesen, setzt voraus, einzusehen, sie bitter nötig zu haben, weil man vielleicht nicht selten über fromme Gedanken alleine nie hinauskommt. Wer seine Knie nur beugt, wenn es ihm schlecht geht, wenn überhaupt, der hat vermutlich von sich selbst noch eine zu hohe Meinung und hat eher einen Kleinglauben als einen Glauben, der Gottes Stärke und Möglichkeiten betont und sucht. In einem Kommentar zum Eingangstext steht Folgendes. In 2. Korinther 4, 15
Da heißt es, das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Hier spricht Paulus über die Bedeutung des göttlichen Segens und die Auswirkungen des Glaubens. Er betont, dass alles, was wir durch Gottes Gnade empfangen, dazu dient, den Dank und die Herrlichkeit Gottes zu vermehren. Diese Dankbarkeit sollte nicht nur in Worten, sondern auch in Taten ausgedrückt werden. Der Vers ermutigt dazu, die erhaltenen Segnungen mit anderen zu teilen und so Gottes Liebe weiterzugeben. Paulus betont, dass durch diese gelebte Dankbarkeit nicht nur die Gemeinschaft gestärkt wird, sondern auch die Verbindung zu Gott vertieft wird. Der Vers ruft dazu auf, ein Instrument der Liebe und des Segens für andere zu sein, als Ausdruck des empfangenen göttlichen Überflusses. Und 2. Korinther 4, 16, lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Er betont, dass unser äußerer Mensch zwar dem Verfall unterworfen ist, doch unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das Leiden und die Herausforderungen des Lebens sind vorübergehend. Aber der geistliche Wachstumsprozess ist von bleibender Bedeutung. Die Gewissheit, dass Gottes Gnade uns inmitten der äußeren Umstände stärkt, ermöglicht eine perspektivische Ausrichtung. Diese Verse ermutigen dazu, nicht auf das Sichtbare zu fixiert sein, sondern das Unsichtbare im Blick zu behalten. Die ewige Hoffnung, die durch den Glauben gestärkt wird. Soweit. In 1. Johannes Kapitel 1, Verse 5 bis 7 steht: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wo Licht ist, ist Wahrheit, und der sollten wir uns auch immer in unserem persönlichen Leben stellen und uns nicht selbst belügen. Gott will uns helfen, aber er kann es nicht, solange wir die Augen zumachen und zweifeln statt glauben und eben nicht Gott bitten im Gebet, uns zu helfen. Wenn wir meinen, wir kriegen das schon selbst irgendwie hin, wir müssen eben nur viel Disziplin investieren und uns eben zu manchen Dingen zwingen. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass das so ja meist nicht klappt. Darum dürfen wir bitten. Und Gott gibt gerne und ist nicht böse. Und wenn wir manches einfach nicht sehen und erkennen, mag es vielleicht auch daran liegen, dass wir im Dunkeln tappen. In Psalm 36, 10 heißt es: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Dass wir Sünder sind, wissen wir, aber wir sollten auch merken und erkennen und einsehen, wann wir sündigen, in Gedanken oder auch in Taten, und tatsächlich verstehen, dass wir nur aus Gnade leben. Psalm 98, 3, da heißt es nämlich: Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Und das zählt auch für uns. Auch wir sollen daran denken, mit welch großer Gnade und Treue uns Gott jeden Tag neu begegnet und begegnen will. Auch gerade dann, wenn wir Fehler machen. Gott weiß das, und er gedachte an Israel, wenn sie mal wieder falsch lagen, aber er gedenkt eben auch an dich und mich in dieser Art und Weise. Es geschieht alles um unseretwillen, um deinetwillen, also nicht nur einiges, weniges oder Besonderes, sondern tatsächlich alles. Darum haben wir auch allen Grund, jeden Tag Glauben zu investieren, zu beten, in der Bibel zu lesen und nachdenken, uns über geistliche Dinge austauschen und Predigten hören und einfach auch unseren Fokus auf das Unsichtbare zu setzen und nicht nur auf das Sichtbare. Und darum werden wir auch nicht müde, wenn wir das tun, geistlich und seelisch gesehen. Genauso, wie wir das in den Eingangsversen gelesen haben. Ich wiederhole nochmals im Zusammenhang in der neuen evangelistischen Übersetzung:
diesen Eingangstext in 2. Korinther 4, Verse 15 bis 18. Vielleicht wird dann etwas deutlicher, was ausgesagt und gemeint ist. Da heißt es: Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Gott segne, behüte und bewahre euch, er stärke euch an Körper, Geist und Seele und sei mit euch. Amen.